Joe Biden also zu Besuch jetzt in Polen nach seinem Abstecher in Kiew. Und bei mir im Studio ist jetzt Andreas Heinemann-Grüder vom BICC. Das ist der Bonn International Center of Conflict Studies. Herr Heinemann-Grüder, der Besuch von Joe Biden gestern in Kiew, hat er Putin heute ein bisschen aus Ihrer Sicht die Show gestohlen oder beeindruckt einen russischen Präsidenten so etwas nicht mehr? Es ist natürlich ein Kampf der Bilder. Also wer dominiert sozusagen die Fernsehschirme, und Biden ist Putin jetzt vorweggekommen. Insofern hat er 24 Stunden lang sozusagen die Fernseher global beherrscht. Und Putin ist aber auf den Besuch von Biden überhaupt nicht eingegangen. Das fand ich auch interessant. Alle dachten, er würde seine Rede jetzt über Nacht noch umschreiben müssen. Das war nicht der Fall. Wir kommen gleich noch mal auf die Rede von Wladimir Putin etwas ausführlicher zu sprechen. Aber bleiben wir noch mal bei Joe Biden. Der ist ja jetzt in Polen eingetroffen, wird heute dort, so wurde ja auch angekündigt vom Weißen Haus, aber auch von mehreren US-Medien, auch noch eine bedeutende Rede heute Nachmittag halten. Was kann der denn überhaupt noch versprechen? Also interessant, finde ich, wird der Vergleich zwischen der Rede, die er vor einem Jahr in Warschau gehalten hat, wo er letztlich ja den Regimewechsel in Moskau als Voraussetzung für einen Friedensschluss genannt hat. Da musste er danach wieder erheblich zurückrudern. Es wird also jetzt interessant, was er letztlich als die rote Linie der USA oder des Westens insgesamt formuliert. Das heißt nicht nur keine Niederlage der Ukrainer, sondern möglicherweise eben auch ein Sieg über die russischen Truppen. Und was das letztlich heißt, kann man hoffen, dass da jetzt das politische Ziel der westlichen Unterstützung für die Ukraine ausgesprochen wird. Das ist ja bis heute nicht so ganz eindeutig, worauf man sich da einstellt. Aber Sie sind ja auch Konfliktforscher. Das birgt ja, wenn Joe Biden sich weit aus dem Fenster lehnt heute, auch sagt beispielsweise, Krim ist eins der Minimalziele sozusagen für die Ukraine. Das bedeutet ja enormes Konfliktpotenzial, was da auf uns zukommt. Ich glaube, man muss den Krieg vom Ende her denken. Man muss letztlich sich vorstellen, wie könnte der Krieg enden und was wären eigentlich die Bedingungen, die Ausgangsbedingungen, um überhaupt in einen diplomatischen Prozess eintreten zu können. Das heißt, auf der einen Seite sehen wir, dass die Chinesen jetzt sozusagen Friedensfühler ausstrecken, sagen Waffenstillstand, keine Waffenlieferungen, andererseits aber auch territoriale Integrität der Ukraine. Möglicherweise werden die Chinesen auch eine Resolution für den UN-Sicherheitsrat vorbereiten. Dazu muss der Westen sich jetzt auch verhalten und sagen, unterstützen wir die Chinesen oder finden wir sozusagen eine gemeinsame Position mit den Chinesen oder sehen wir die Chinesen nur als Bündnispartner von Russland an? Das steht auf der Tagesordnung und wird meines Erachtens auch die nächsten Wochen, wenn nicht Monate, beschäftigen. Welche Rolle spielen, wenn ich mir das einfach mal angucke, den gestrigen und den heutigen Tag? Das Ganze findet statt Moskau, Kiew, Washington. Welche Rolle spielen wir Europäer denn eigentlich noch? Haben wir überhaupt da noch was mitzureden? Ja, bei der Münchner Sicherheitskonferenz ist ja schon auch deutlich geworden, dass die Gesamtunterstützung jetzt nicht nur von den USA abhängig ist, was lange Zeit der Fall war. Also dass zumindest die USA und Großbritannien auch bei den Waffenlieferungen die entscheidende Rolle gespielt haben. Da ist jetzt, nachdem auch in Deutschland sozusagen die Blockade gegen Panzerlieferungen überwunden wurde, doch eine einheitliche Front da. Und insofern denke ich, dass die Europäer mit den anderen NATO-Staaten bei der Beschaffung von Waffen, bei der sozusagen gemeinsamen Abstimmung der Rüstungsproduktion, auch wie man die Logistik miteinander abstimmt, dass alles nicht nur bilateral stattfindet. Also da spielen die Europäer eine sehr zentrale Rolle, dass das miteinander auch über einen sehr langen Zeitraum abgestimmt wird. Sie sprechen Waffenlieferungen an. Kann es sein, dass Joe Biden sich heute auch noch ganz konkret zu Waffenlieferungen an die Ukraine äußern wird? Kampfpanzer sind ja auf dem Weg. Ich habe gerade gelesen, glaube 90 Kampfpanzer der USA sind in Europa jetzt schon eingetroffen für die Ukraine. Aber wie sieht es denn aus mit Kampfjets beispielsweise oder mit Waffen mit sehr viel weiterer Reichweite, beispielsweise 300 Kilometer und mehr Artilleriegeschosse? Die Ukraine haben mehrmals russisches Territorium auch angegriffen, also innerhalb auch des Kernlandes von Russland, aber auch die Krim.
meines Erachtens nicht mit Zustimmung der USA. Das heißt, die USA haben nach wie vor die Position, der Krieg soll auf ukrainischem Territorium, aber nicht auf russisches Territorium getragen werden. Und insofern erwarte ich nicht von Biden, dass er jetzt eine Ankündigung macht, die die Ukraine ermutigt, sozusagen den Krieg auch jenseits der völkerrechtlich anerkannten Grenze durchzuführen. Ein Streitpunkt wird auf der anderen Seite auch sein, was jetzt schon in München sichtbar wurde, Streumunition, ja, Phosphorbomben, wo die NATO deutlich sagt, diese Art von Waffen, die bei uns geächtet sind, werden wir an die Ukraine nicht liefern. Selbst wenn es ein Vorteil wäre in dem Straßenkampf gegen so Gruppen wie Wagner, wo die Ukrainer ja auch hohe Personalverluste haben, aber dass es Grenzen dessen gibt, was der Westen der Ukraine auch an Waffen liefert. Die rote Linie, kein Krieg auf russischem Territorium, wird meines Erachtens gehalten. Ja, es waren also Ausschnitte aus Putins Rede zur Lage der Nation, die er heute Morgen gehalten hat. Bei mir im Studio ist noch Andreas Heinemann-Grüder vom BICC hier in Bonn, das Bonn International Center of Conflict Studies. Was war denn das Auffällige für Sie bei der Rede? Hat Putin, wir haben es ja eben noch mal gehört, so einen kurzen Ausschnitt, er hat ja eigentlich alle bedient, nicht? Er hat auf der einen Seite das Militär bedient, er hat die Hinterbliebenen bedient, die jetzt sozusagen, oder die Opfer dieses Krieges, er hat die einfachen Menschen auf der Straße bedient, indem er da auch versprochen hat, Stabilität und so weiter. Niemanden ausgelassen, oder fehlt dir Ihnen was? Ich finde es interessant an der Rede, dass er eine neue Agenda gesetzt hat. Er hat angefangen damit, dass eigentlich der Krieg ein Kulturkampf gegen den Westen ist. Gar nicht mehr primär Sicherheitsbedrohung, sondern dass der Westen immer Russland zerstören wollte und dass der Westen degradiert ist, kulturell verfallen, Untergang des Abendlandes ist und Russland eigentlich der Bewahrer der christlichen Kultur ist. Also insofern ein Themenwechsel hin zu einem Kulturkampf, der eigentlich in der Ukraine ausgetragen wird. Das Zweite, er spricht überhaupt nicht über Kriegsfolgen, sondern sagt, wir sind aus den Sanktionen erfolgreich hervorgegangen, die Wirtschaft steht prima da, wir orientieren uns von Europa, dem Westen hin, nach Südostasien. Vielleicht ist es der entscheidende Push sozusagen für die russische Wirtschaft, sich auch von der Ressourcenabhängigkeit hin zu Technologien zu entwickeln. Das heißt, der Krieg ist eigentlich eine Chance für uns. Und das Weitere, dass er sehr zur patriotischen Einheit aufruft und sagt, naja, die westlich orientierten Oligarchen, die werden ja jetzt auch mit ihren Yachten in Nizza und Monaco bestraft. Seht doch, keine Kapitalflucht mehr. Ihr seid im Westen nicht mehr willkommen. Kommt mit dem Geld zurück, investiert in Russland. Der Westen wird euch genauso behandeln wie mich. Das heißt also, ja, ein Aufruf zu dieser nationalen Einheit. Interessant finde ich auch, dass er eigentlich überhaupt über keine Perspektiven des Krieges gesprochen hat. Das heißt, wohin will er eigentlich? Das Thema spart er aus. Das heißt auch, wenn Sie sagen, keine Perspektive im Krieg, auch keine Exit-Strategie. Das heißt, weitermachen, bis irgendeine Entscheidung gefunden ist. Man hat den Eindruck, halten dessen, was sie an vier Gebieten annektiert haben, offiziell. Aber manche Dinge, wie zum Beispiel Regimewechsel in Kiew, wird nicht mehr ausgesprochen. Zwar Nazis, aber das Ziel wird nicht mehr genannt. Aber man hätte vielleicht auch erwartet, dass es eine Reaktion auf den Vorstoß der Chinesen gibt. Friedensinitiative, was hätte der Westen gemacht, wenn jetzt Putin plötzlich die Hand ausstreckt und sagt, wir müssen Friedensverhandlungen führen. Also all diejenigen, die vielleicht auch hierzulande gehofft haben, Putin würde nun also zum Diplomaten werden, hat er auch enttäuscht. Also jetzt die Unterschriftensammler hierzulande, kein Signal. Ich habe den Eindruck, es ist letztlich ein Weiter-so, aber ohne irgendein eine politische Endvorstellung bei Putin. Nicht nur einmal in dieser rund eineinhalbstündigen Rede hat er ja die Atomwaffen angeführt. Die Atomwaffen Russlands, hat gesagt, wenn der Westen irgendetwas macht, wenn die USA etwas machen, man würde sofort reagieren. Er hat auch noch mal die Modernisierung noch mal der russischen Streitkräfte angesprochen, ziemlich am Anfang seiner Rede, und hat gesagt, die müssen weiterhin modernisiert werden und müssen auch alle Bereiche müssen Zugang zu Atomwaffen haben. Versteckte Drohung für einen Ersteinsatz?
Das denke ich nicht. Es ist letztlich auch die verbliebene Karte, die er nur noch ausspülen kann. Das heißt, er merkt die Warnung vor den sogenannten Superwaffen, also den Hyperschallraketen und Hyperschallflugzeugen, die er im letzten Jahr ausgesprochen hatte. An die glaubt keiner mehr. Keiner glaubt mehr sozusagen an Putins Wunderwaffen. Insofern ist der Rückbezug auf die Atomwaffen die letzte Karte, wo er sagt, also vor der müsst ihr noch Angst haben. Aber er hat eigentlich, wie man so im Englischen sagt, Game Changer, also eine Waffe, die wirklich das Kriegsgeschehen ändert, die hat er nicht mehr. Und ich glaube, wer ein halbes Jahr dafür braucht, eine Stadt wie Bachmut einzunehmen, was eine Kleinstadt ist, der wird nicht einen Atomkrieg mit den USA anfangen. Insofern ist es Selbstversicherung nach innen, natürlich auch ein Spielen sozusagen mit der latenten Angst im Westen, aber die hat deutlich abgenommen im letzten halben Jahr, dass Putin zu dieser Eskalation bereit ist, weil er selbst kleine Gewinne auf dem Schlachtfeld mit den vorhandenen Ressourcen nicht erreichen kann. Das wäre der eine Punkt seiner Rede. Der andere Punkt seiner Rede, Sie hatten es ja auch eben gerade schon mal erwähnt, ist ja diese Rückbesinnung auf russische Werte. Wir können das alleine. Steckt da aber nicht in dieser selbstgewählten Isolation, und das ist es ja mittlerweile schon, steckt da nicht auch eine gewisse Gefahr, wieder noch ein Konfliktpotenzial, so nach dem Motto, es sind eh alle Brücken abgebrochen Richtung Westen, auch im wirtschaftlichen Bereich, wir haben ja nichts mehr zu verlieren. Er behauptet ja nicht, dass sie nichts zu verlieren hätten, sondern dass sie nur was zu gewinnen hätten. Nämlich, dass sie jetzt mit den Chinesen, mit den Indern, mit Südostasien, Vietnam und so weiter enger kooperieren, auch Subsahara-Afrika. Also letztlich ist das Wegbrechen der einen Märkte eigentlich die Eröffnung von neuen Märkten. Also insofern sieht er den Krieg eher als eine Chance, verkauft es so. Natürlich fälscht er dabei furchtbar die Zahlen in Bezug auf Inflation, in Bezug auf Inflation. Aber hat er ja gesagt, 4 bis 5 Prozent, die liegt bei 12%. Wirtschaftswachstum sei gerade mal um 2% eingebrochen. Genau. Da belügt er das eigene Publikum sozusagen mit getünchten oder an sowjetische Zeiten erinnernden Statistiken. Auch diesen ganzen Braindrain, der Abfluss von Technikern, von Wissenschaftlern, von IT und so weiter. Das Abziehen auch des westlichen Kapitals, dass man letztlich zu einer Art von Sowjetökonomie zurückkehrt, wo eigentlich eine Doppelwirtschaft entsteht. Das heißt, jeder von den Unternehmen versucht irgendwie an Ressourcen ranzukommen, auf krummen Wegen, hinterrücks Sanktionsumgehung. Das heißt, da werden ja alte Muster sozusagen der Doppelökonomie wiederbelebt, die eigentlich seit Anfang der 90er Jahre in Russland nicht mehr existierten. All das verschweigt er. Hörte sich auch so ein bisschen so an. Er hat ja immer während seiner gesamten Rede, vor allen Dingen dann im zweiten Teil, wo es ums Innenpolitische, ums Wirtschaftliche ging, hat er ja auch immer Arbeitsaufträge verteilt an das Parlament, an beispielsweise den Ministerrat oder auch an die Gouverneure. Trotzdem nochmal die Frage, kann Russland das trotzdem eventuell schaffen, ohne den Westen, ohne die wirtschaftlichen Verflechtungen sich da gestärkt möglicherweise, so wie Putin das skizziert hat, herauszuwinden, im wahrsten Sinne des Wortes? Also wenn man sich die Zeit seit der Auflösung der Sowjetunion, seit 1991 anguckt, da sind über 30 Jahre vergangen. Man fragt sich, warum soll jetzt eigentlich das geschehen, was in den letzten 30 Jahren und schon in den über 20 Jahren von Putin und Medvedevs Herrschaft nicht geschehen ist. Das heißt, diese Reden über die Modernisierung, den Ausbau der Infrastruktur, über eine Art von Seidenstraßeninitiative, also das ist eine Art von Anspielung auf das, was die Chinesen machen, auch in der Rede von Putin. All das wird in Putins Reden seit 23 Jahren wiederholt. Und ich habe mir die Gesichter angeguckt, auch von denjenigen, die da im Publikum saßen. Das hat so ein bisschen was von den Siegesmeldungen unter Brezhnev an sich. Entweder gibt es Gründe, warum das in den letzten 23 Jahren auch an der Bürokratie, an der Korruption gescheitert ist und die werden analysiert. Oder ist es nur derselbe Hurra-Patriotismus? Aus eigener Kraft wird Russland durch Autarkie diese Ressourcenabhängigkeit, also das Ende von diesem Petrostaatsmodell, meines Erachtens nicht schaffen. Und meines Erachtens muss man sich auch vergegenwärtigen,
Wir haben in Deutschland diesen riesigen Brain Drain in den 30er Jahren gehabt. Das hat fast 60 Jahre gedauert, bis wir uns davon wieder erholt hatten nach dem Krieg. Und das meinen Sie, Russland auch wird dasselbe Problem auch haben. Das heißt, das hat enorme Auswirkungen darauf, was man an wissenschaftlich-technologischem Potenzial hat, das wegbricht. Und das lässt sich nicht mit wir sind die Stärksten und sich irgendwie auf die Brust schlagen, lässt sich das nicht kompensieren. Nur noch mal kurz nachgefragt zum Thema, da waren wir ja eben schon mal, Sanktionen. Es gibt ja in Deutschland auch und in Europa, aber auch in Deutschland durchaus die Meinung, diese Sanktionen schaden uns mehr selbst als beispielsweise Russland. Das wird ja von ganz links und ganz rechts gerne ab und an mal behauptet. Ist das so? Also es ist eine riesige Industrie entstanden zur Umgehung der Sanktionen. Ja. Und natürlich schaden sie uns selber auch. Und Russland hat durch Preissteigerungen im letzten Jahr oder dadurch, dass sie jetzt zum Teil auch Gas über Indien dann wiederum an europäische Länder verkaufen, haben sie natürlich auch sozusagen kompensieren können. Aber man muss sehen, die Sanktionen wirken durchaus. Und manche haben auch nicht den Effekt schon im ersten Jahr gehabt, sondern die haben eine langfristige Wirkung. Zu behaupten, wir hätten damit uns nur selbst geschädigt und Russland überhaupt nicht, das trifft überhaupt nicht zu. Man muss nur den Wirtschaftsteil der Zeitung oder vom Economist lesen. Dann sieht man, die Wirkungen waren vielleicht nicht so schnell da, wie manche das sozusagen sofort erwartet haben. Aber die Prognosen sind relativ eindeutig. Andreas Heinemann-Grüder, erstmal soweit. Vielen Dank für Ihre Einschätzung bis hierhin.